Achtung, Clickbait. Du willst in den nächsten 10 Minuten berühmt werden? Dann schau jetzt mein Tutorial und ich zeig dir wie. Naja, so ungefähr. Also zumindest kann ich dir zeigen, wie es so ausschaut, als wärst du berühmt. Dann kannst du nämlich in DaVinci Resolve deine Fotos und Videos überall hin projizieren, auf verschiedene Leinwände, auf Plakatsäulen und so weiter. Das zeige ich dir jetzt nach dem Intro. Servus, Patrick hier auf dem Pixel und Spätzle Kanal und hier geht's um Fotografie, Videografie und alles drumherum. Heute bin ich mal wieder mit einem DaVinci Resolve Tutorial am Start, in dem ich dir zeige, wie du deine Fotos und Videos an jede beliebige Plakatwand, Bildschirm, Leinwand oder was auch immer dranbringen kannst. Das Ganze ist ziemlich cool und hat mir einfach mega Spaß gemacht, das auszuprobieren. Hier in den Kommentaren hat nämlich der Gfrierbrand gefragt, wie man sowas machen kann. Er würde nämlich gern Objekte an eine Leinwand zum Beispiel dran machen und die sollen sich dann halt so mitbewegen, dass es so ausschaut, als wären die tatsächlich auf der Leinwand. Ja, fand ich ein cooles Thema und ich habe mir gedacht, da mache ich doch gleich mal ein Tutorial draus. Wenn du in Zukunft auch noch Fragen hast, dann schreib es mir einfach unten in die Videokommentare. Ich versuche wirklich auf alle Fragen, so gut ich es kann, halt einzugehen und die zu beantworten. Ich freue mich natürlich immer über Themenvorschläge und dann weiß ich einfach, was euch so interessiert. Bevor wir jetzt aber anfangen, lass mir am besten gleich mal einen Daumen nach oben da, abonniere auch gerne den Kanal und mach auch die Glocke an, wenn du das nicht eh schon getan hast. Jetzt geht's aber los, wir springen rein in DaVinci Resolve. Wir sind jetzt schon in DaVinci Resolve und ich habe mir hier schon einen Clip auf die Timeline gezogen. Das ist ein Clip aus einem unserer Reisevlogs von dem Spätzle2Go-Kanal. Hier sind wir gerade auf dem Las Vegas Strip in Las Vegas unterwegs und ich will jetzt einfach hier mein Video auf diese Leinwand projizieren. Das machen wir jetzt gleich gemeinsam. Und dafür werden wir in DaVinci Resolve Fusion wechseln und das Ganze mit einem Planar-Tracker durchführen. Los geht's! Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Clip, aber ich glaube zum Zeigen funktioniert schon ganz gut. Ich will mir jetzt als erstes mal hier meinen Ausschnitt noch ein bisschen anders framen, deswegen also erstmal hier Lautstärke runter. So, und jetzt kümmern wir uns um den Ausschnitt. Der Monitor, der ist ja jetzt hier relativ klein im Bild, deswegen mache ich hier noch ein bisschen Zoom drauf. Ich gehe mal auf 1,2, weil das ist auch ein Clip in 4K. So, und dann gucken wir mal. Ja, das könnte man jetzt noch ein bisschen verschieben. So, ich nehme mal den Ausschnitt hier und dann wird es schon ganz gut ausschauen. Als nächstes mache ich mir einen sogenannten Fusion Clip da draus. Den wähle ich jetzt an und wechsle rüber nach DaVinci Fusion. Jetzt in Fusion ist mein Media In 1 ausgewählt. Dann drücke ich auf der Tastatur Steuerung Leertaste. Mein Select Tool Menü geht auf und ich wähle mir hier den Planar Tracker. Den füge ich jetzt hier mal ein. So, als allererstes stelle ich mir die Tracking-Methode mal auf Hybrid Point Area um. Das liefert meines Erachtens nämlich ein bisschen bessere Ergebnisse. Und dann wähle ich mir jetzt hier mal einen Frame, der einfach ganz gut ausschaut, wo wir mal starten können. Das kann jetzt hier irgendwo beliebig in dem Clip sein. So, ich nehme mir jetzt einfach mal hier den Frame 38 als Reference Frame. Hier gehe ich oben bei der Reference Time auf Set. So, genau. Und dann werde ich hier noch ein bisschen reinzoomen auf 100%. Übrigens, mit der gedrückten mittleren Maustaste kann man das Bild verschieben. Das ist jetzt aber ein bisschen zu groß. Ich gehe mal auf 50. Und jetzt werden wir uns einfach eine Ebene zeichnen, die jetzt getrackt werden soll. Oder eigentlich ist es nur ein Ausschnitt aus dem Bild. Ich habe hier den Monitor und hier, das ist quasi alles eine Ebene, diese Plakate. Das heißt, ich kann mir jetzt hier mal eine Fläche außenrum zeichnen. So, das muss jetzt noch gar nicht hier auf dem Monitor tatsächlich liegen. Das funktioniert auch so. Jetzt werde ich dann hier mit dem Track bis zum Ende, also der Befehl hier, der trackt ab dem aktuellen Frame bis zum Ende. Werde ich das mal durchführen und dann werden wir nochmal zurückgehen und eben rückwärts tracken. Das führe ich jetzt mal aus. So, und jetzt seht ihr schon, dass der hier durchgelaufen ist. Überall, wo hier diese kleinen weißen Striche sind, da hat er was getrackt. Und jetzt werden wir nochmal auf unseren ersten Frame zurückkommen. So, hier war der erste getrackte, das war unser Startframe und ab hier werden wir jetzt nochmal rückwärts tracken.
So, das Ganze habe ich jetzt nur gemacht, weil eben bei den ersten Frames hier noch ein bisschen Bewegungsunschärfe im Bild ist und ich einfach wollte, dass wir durch das Rückwärts-Tracking vielleicht nicht so viele Fehler im Tracker bekommen. Das Ganze sieht jetzt ganz gut aus, wir können uns das auch mal abspielen. So, und der hält einfach sauber die Ebene, also das sieht wirklich gut aus. Damit ist jetzt die halbe Arbeit schon gemacht. Wir werden jetzt nur noch hier oben in dem Operation Mode, hier wählen wir Track, also wo das Track drin steht, da wählen wir jetzt Corner Pin. So, und jetzt wirft er uns irgendein beliebiges Viereck mal hier rein und das werden wir jetzt gleich noch anpassen. Ich schiebe das schon mal ungefähr dahin, wo wir die Ecken brauchen, nämlich auf unser Display. So, dann gehe ich nur auf die 100% und werde das jetzt mal schön in den Ecken platzieren. So, zumindest einigermaßen jetzt für das Tutorial. So, dann kann ich wieder rausgehen. Und wenn ich das jetzt hier abspiele, dann ist es eigentlich immer sauber oder sollte sauber hier auf dem Display sein. So, das funktioniert ja schon wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch unser Bild, also unser Foto oder unser Video, das wir da eben jetzt einfügen wollen. Und das holen wir uns jetzt mal aus dem Media Pool. Genau, ich nehme jetzt einfach mal mein Intro. So, und dieses Intro, das verbinde ich jetzt hier rein in den Tracker. Zack, und schon ist mein Intro hier auf der Leinwand. Ist es nicht der Hammer? So, jetzt wenn ich mir meinen Bereich von dem Video, das jetzt hier angezeigt wird, noch ein bisschen verschieben will, dann kann ich das auch ganz einfach machen. Jetzt machen wir noch so ein bisschen das Feintuning. Ich wähle mir hier mal mein Media in 1, Media in 2 aus, drücke dann auf der Tastatur die 1. So, und die wird dann mein Video hier in dem ersten Viewer darstellen. So, und hier oben in der Timeline sehe ich ja, dass mein Video oder mein Fusion Clip, den ich erzeugen werde, der hat insgesamt 165 Frames. Mein Media in 2, das wird hier angezeigt, das hat aber 287 Frames. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Luft, um mir das hin und her zu schieben. Ich kann mir das jetzt einfach mal hier runterstellen auf die 165. Ja, okay, so ist auch gut. So, und dann kann ich mir das mit dem Trim-Modus eben noch ein bisschen hin und her verschieben. So, genau, dass man eben wirklich auch das Ende von dem Intro mit im Bild hat. Ja, und so sieht es doch jetzt schon mal ganz gut aus. Oh yeah! Pixel und Spätzle auf dem Las Vegas Strip. Nice. Damit könnte man so allerlei Unfug anstellen. Was fällt euch noch ein, was man damit so alles anstellen könnte? Schreibt es mir unten in die Videokommentare. Jetzt geht's aber weiter. So, jetzt können wir natürlich noch ein bisschen weiter Feintuning betreiben. Wenn wir uns das nämlich hier anschauen, dann sieht man schon, dass die Farben von dem Video natürlich schon ein bisschen stärker abweichen zu dem Rest von dem Video. Um das jetzt ein bisschen angleichen zu können und das ein bisschen realistischer wirken zu lassen, können wir noch ein bisschen so Feintuning betreiben. Das machen wir jetzt auch mal hier. Ich wähle mir das Media in 2 aus, gehe mit Steuerung Leertaste in das Select-Menü. Dann werde ich als erstes mal noch eine Farbanpassung machen. Und zwar nehmen wir mal hier den da. So, den fügen wir jetzt mal hier ein. So, und wir sehen schon, das Bild hat, ja, das ist so ein bisschen rötlicher gefärbt und hat eigentlich nicht so viele Kontraste. Deswegen versuchen wir das jetzt hier ein bisschen anzupassen. Als allererstes versuche ich mal den Kontrast ein bisschen rauszunehmen. Ich nehme es mal so. Ja, das jetzt ein bisschen rumspielen, das Ganze noch ein bisschen heller machen. Jetzt können wir uns natürlich auch die anderen Sachen wie die Mitten zum Beispiel noch ein bisschen anpassen. So, hier noch ein bisschen Kontrast rausnehmen. Insgesamt würde ich das Bild jetzt noch ein bisschen rötlicher einfärben. Ich gehe hier mal in den Master. So, das ist ein bisschen zu viel. So vielleicht.
So, genau, dann fällt es von der Farbgebung her schon mal nicht mehr so stark auf. Ich finde aber, jetzt ist hier noch ein bisschen zu viel Detail zu sehen, also im Vergleich zum Rest. Das Bild ist einfach ein bisschen zu scharf, deswegen können wir uns hier noch mit einem Blur-Tool, oder ich würde jetzt einfach auf die Schnelle ein Blur-Tool benutzen. So, da können wir uns das Bild noch ein bisschen, ja, machen wir so ungefähr. Was wir jetzt noch machen könnten, wäre im Tracker nochmal das Motion Blur zu aktivieren. Dann ist eben bei den Bewegungen noch so ein bisschen eine Bewegungsunschärfe mit drin, wodurch das Ganze auch ein bisschen realistischer ausschaut. Das ist dann auch schon alles, was man hier machen muss. Jetzt können wir wieder zurückgehen in den Edit-Bereich. Und wenn jetzt hier oben dann der blaue Balken ist, das heißt, das Caching durchgelaufen ist, dann können wir uns den Clip auch mal anschauen. So, einmal in groß. Yeah, und das sieht einfach mega krass aus, oder? Das sieht halt echt aus, wie wenn das da tatsächlich auf dem Bildschirm gelaufen wäre. Bei so einer Aufnahme würde ich auch jetzt im Nachhinein nicht unbedingt nachstabilisieren, weil das Ganze dann vielleicht ein bisschen authentischer ausschaut. Weil wenn das Tracking halt gut durchläuft und das sauber da drauf ist, dann tragen diese Wackler halt dazu bei, so ein bisschen einen unperfekten Look noch reinzubringen. Und dann glaubt man das halt viel eher, denke ich mal, dass das wirklich da gelaufen ist. Und es sieht nicht so aus, als hätte man das da hin projiziert. Ist das nicht der Hammer, was man in DaVinci Resolve Fusion alles machen kann? Ich finde das einfach mega krass. Und das Ergebnis kann sich für den Zeitaufwand auch wirklich sehen lassen, oder was meint ihr? Das war schon wieder für heute. Ich freue mich mega, dass du wieder dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere auch gerne meinen Kanal, wenn du es nicht eh schon getan hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.